Hallo liebe Kommunionkinder, herzlich willkommen hier zu unserem ersten von vier Videos. Heute soll es ein wenig um die Taufe gehen als Einstieg für unsere digitale Erstkommunion-Vorbereitung. Das mache ich aber nicht alleine, ich habe mir noch Unterstützung geholt. Leonie und Christian. Und in der Kirche haben wir dafür für euch was vorbereitet. Kommt mal mit. Schau mal, Leonie, diesen Ort hier, den wollte ich dir zeigen. Weißt du, was das ist? Ein Taufbecken. Ganz genau, das ist das Taufbecken hier in der Kirche St. Bonifatius. Und weißt du auch, was man damit macht? Logischerweise taufen, wenn es ein Taufbecken ist. Aber warum tauft man eigentlich? Das ist eine gute Frage. Das machen Menschen schon ganz, ganz lange. Vor über 2000 Jahren ist auch Jesus schon mal getauft worden. Damals nicht in so einem mickrigen Taufbecken wie hier, sondern in einem Fluss im Jordan. Und das war eine ganz besondere Taufe. Er ist von Johannes dem Täufer getauft worden. Und irgendwann war eine Stimme aus dem Himmel zu hören. Eine Taube kam herab und die Leute haben gehört, wie jemand gesagt hat, das ist mein geliebter Sohn, den habe ich ganz besonders lieb. Da ist also ganz schön viel passiert damals bei der Taufe. Okay. Und warum taufen wir heute dann noch, wenn Jesus vor ungefähr 2000 Jahren getauft wurde? Das ist eine gute Frage. Es ist ja schon ziemlich lange her. Und am besten erklärte das jemand, der selber heute noch tauft und auch schon ganz viele Kinder getauft hat. Wir holen mal Christian dazu. Wenn ich hier am Taufbrunnen in der Kirche die Kinder mit dem Wasser taufe, dann ist heute vielleicht genau dieser Satz, den Jesus damals gehört hat, an diesem Fluss, auch für ihn wichtig gewesen und für unsere Kinder heute auch. Du gehörst in das Team Gottes. Du bist von Gott geliebt, so wie du bist. Und in der Taufe sage ich dir das nochmal ganz doll zu, dir und deiner Familie, dass du in dieses Team reingehörst. Und durch das Wasser der Taufe werden wir ein Mitglied in der Kirche, bei den Christen auf der ganzen Welt. Und so sind wir untereinander auch als eine große Familie verbunden. Weißt du denn noch, wie viele Kinder du eigentlich schon getauft hast? Nein, das kann ich dir nicht mehr genau sagen. Es war eine ganze Reihe, aber die meisten haben nicht geschrien und alle haben es überlebt. Und da wir alle in diese große Familie Gottes gehören, zu dieser großen Gemeinschaft in der Kirche, haben wir für euch was vorbereitet, was wir hier am Taufbecken jetzt euch zeigen wollen, wo unser Name in das Team Gottes sozusagen aufblühen darf. Wir haben da was für euch vorbereitet. Ihr könnt euch eine Bastelvorlage runterladen und die Anleitung geben wir euch jetzt und zeigen euch mal, was man damit machen kann. Also Leonie, du hast dir schon die blaue Blume ausgesucht. Dann nimmst du jetzt mal einen Stift und schreibst deinen Namen in die Mitte von der Blume. Ich nehme mal die gelbe. Und jetzt kannst du mir einfach nachmachen und jedes einzelne Blütenblatt einmal einklappen und auf den Namen falten. Und wenn du dann alle Blüten gefaltet hast, sieht man deinen Namen nicht mehr. Und diese Blume legen wir jetzt ganz vorsichtig auf die Oberfläche des Wassers. Hier haben wir noch eine andere. Jetzt braucht man ein bisschen Geduld und wir gucken mal, was so langsam mit diesen Blumen passiert. Schau mal, Leonie, alle Blüten sind aufgeblüht, man sieht unseren Namen. Das ist einfach eine schöne Erinnerung an das,
was in der Taufe uns zugesprochen wird. Gott sagt zu uns, dich habe ich ganz besonders lieb und du kannst mit dieser Taufe so richtig aufblühen. Ja, liebe Kommunionkinder, ihr könnt dieses kleine Experiment auch gerne zu Hause mal ausprobieren. Dafür müsst ihr einfach nur das Blatt Papier runterladen, was ihr hier in der Videobeschreibung seht, die Blüten ausschneiden und dann könnt ihr euren Namen oder vielleicht eine kleine Liebesbotschaft da reinschreiben. Faltet die Blumen zusammen und legt sie dann in die Badewanne oder ins Waschbecken, irgendwo, wo ihr ein wenig Wasser habt. Das war auch schon unser erstes Video hier zum Thema Taufe. Wir freuen uns sehr darüber, dass ihr zugeschaut habt und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.